100% Orgasmusgarantie. 9000 Größen. Oder maßgeschneidert. Ökologisch korrekte Verpackung. Für Einhorn ein Muss. Jetzt mal ehrlich. Wer glaubt denn nach dem ganzen Werbequatsch? Sie jedenfalls nicht. Deshalb wollen die beiden Berliner das erste wirklich nachhaltige und fair produzierte Kondom herstellen. Einhorn heißt ihr Projekt, für das sie im Netz auf der Crowdfunding-Plattform Startnext um Unterstützer werben. Mehr als 66.000 Euro haben sie schon eingenommen, um den irgendwo zwischen Binden, Tampons, Windeln und Schwangerschaftstests versteckten Kondomen ein neues Bio-Image zu verpassen. Es ist ja ein Riesentrend, überall ein Biologe oder irgendwie ein Fair-Logo irgendwie drauf zu hauen, irgendwie den Absatz zu steigern. Alle stehen drauf, alle haben diese Eigenmarken. Das, um es wirklich transparent zu machen, muss man halt wirklich vor Ort reisen und wirklich die Kamera draufhalten. Für ihr Kondomprojekt sind sie extra nach Malaysia geflogen, um sich die Kautschukproduktion vor Ort anzusehen. Dort wollen sie bald fair produzieren. Die erste Fuhre, die wir jetzt auch bestellen, die wird so produziert, wie gerade Kondome eben hergestellt werden. Aber die Gewinne aus diesen ersten Umsätzen, die werden dahin investiert, das komplett fair zu machen. Ab 15 Euro kann man das Projekt unterstützen. Dafür gibt es dann zwei Chips-Tüten-Kondome.